geht es um den Monat Mai aus dem Jahr 2018. Und ich werde mir jetzt wieder meine Neuzugänge anschauen und gucken, wie viel davon noch auf meinen Subs sind. Ich habe ein bisschen Angst. Also das letzte Video für April war ja sehr kurz. Das war ja unter 10 Minuten. Dieses hier ist jetzt 25 Minuten lang. Das könnte ein paar mehr Bücher beinhalten. Ich würde sagen, wir starten mal. Erstmal ganz viel Gerede. Vielleicht rede ich auch einfach nur ganz lange in diesem Video und es kommen gar nicht so viele Bücher vor. Das wäre natürlich sehr gut. Ah, ein Barnes & Nobles Band und zwar Robin Hood. Oder The Merry Adventures of Robin Hood. Ja, das ist eins von den Children's Classics Edition Ausgaben. Die sind wunderschön aufgemacht. Die haben einen metallischen Buchschnitt, diesmal bronzefarben. Die haben Lesebändchen, die haben Illustrationen, farbige Illustrationen. Da zeige ich auch einiges. Die sind wirklich sehr, sehr schön. Robin Hood selber habe ich noch nicht gelesen. Auch so ein Kandidat für meine Klassiker. Aber immerhin habe ich jetzt zwei weitere in letzter Zeit gelesen. Und zwar einmal halt das Dschungelbuch und einmal die Schatzinsel. Also Robin Hood darf auch nochmal immer dran glauben. So, und dann haben wir nämlich einen weiteren Barnes & Nobles Klassiker und zwar Aladdin und andere Geschichten aus Tausend eine Nacht nehme ich an. Also es sind halt nicht alle. Also ich habe auch noch eine größere Barnes & Nobles Ausgabe von Tausend eine Nacht. Aber ich schätze mal, dürften ein paar drin sein. Auch da sind wieder wunderschöne Illustrationen drin. Ich wollte ja irgendwann auch mal so einen Märchenmonat machen, nämlich einfach mal so ein paar Märchen lesen. Ja, auch sehr schön. Also sehr schön, also das ist auch beides halt keine Subbücher, weil die Klassiker und Barnes & Nobles Ausgaben zähle ich nicht zum Sub. Und noch eine Barnes & Nobles Ausgabe, und zwar The Complete Tales of Edgar Allan Poe. Auch die ist wunderschön, das ist eine von den Erwachsenen-Ausgaben, die ist halt ein bisschen dicker. Die haben dann meistens auch keine oder schwarz-weiß Illustrationen drin. Also die schönen Classics Edition sind noch ein bisschen hübscher. Ja, von Edgar Allan Poe muss ich auch mal lesen. Der ist, glaube ich, sogar auf meinem Poster drauf. Da zeige ich dir ein bisschen was vom Inhalt. Also die Endpages, also die Vorsatzblätter sind auch sehr, sehr schön gemacht. Ja, so kann es weitergehen. Und noch ein Barnes & Nobles Ausgabe. Ah, da hatte ich hinten ran, ne? The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy von Douglas Adams. Das fand ich auch sehr geil aufgemacht. Auch von ihm habe ich noch jetzt gelesen. Aber irgendwann ist auch der dran. Ah, bald haben wir 5 Minuten um und ich habe noch kein einziges Buch dabei gehabt. Sehr gut. Also noch kein einziges Subbuch. Jetzt zeige ich nochmal alle Bücher, die da vorkommen. So, nochmals ein Nobles Band oder was anderes? Noch ein Barnes & Nobles Band. Alice Adventures in Wonderland. And Through the Looking Glass. Also sind, glaube ich, beide Geschichten drin. Ich habe die erste gelesen, also Alice Adventures in Wonderland. Gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsklassikern, ehrlich gesagt. Das war mir zu abstrus. Also. Ja, ich weiß, ich komme einfach nicht so klar mit so ganz abgefahrenen Geschichten. Ich zeige euch nochmal den Größenvergleich. Ja, sehr schön. Also wenn ihr nicht so viel Platz habt, dann nehmt die Kinder Children's Classic Editions.
die sind auch günstiger. Hey, das erste Nicht-Barnes & Nobles Buch, und zwar Size von Neil Schusterman. Das ist, glaube ich, der erste Band. Der Zorn, nee, das ist nicht der erste Band. Der zweite Band, glaube ich. Der Zorn der Gerechten. Habe ich gelesen. Also ich habe die ganze Trilogie gelesen. Oder war es doch der erste Band? Nee, der erste war doch so bronzefarben. Ne? Der zweite war so golden, der dritte war so blau-metallic. Ich habe auch den dritten Band noch mit dem Wendecover gekriegt. Außerdem ist das Cover voller Spoiler. Zumindest vom ersten Band. Also für den ersten Band, ja. Ja, die Reihe hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ist halt eine Art Utopie, beziehungsweise Dystopie, je nachdem. Und ein sehr clever gestrickter Plot. Tales of the Peculiar von Ransom Riggs. Das ist ein Zusatzband zu den Peculiar Children. Habe ich gelesen. Fand ich auch sehr knuffig. Ich glaube, das waren halt so Art Märchen zu den Peculiar Children irgendwie. Wo halt ja, in ein Märchen sozusagen ein Mensch mit einer besonderen Fähigkeit vorkam. Auch teilweise Märchen, die in den in der normalen Serie erwähnt werden. Und das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Es war ein richtig guter Zusatzband. Kann ich auch weiterempfehlen. Die gibt es auch auf Deutsch, sieht ungefähr genauso aus. Das ist die englische Ausgabe. Young Leeds von Marilou. Die Herrschaft der Weißen Wölfe. Das ist, glaube ich, der dritte Band. Ich glaube ja, der erste schwarze, zweite rote, dritte war blau. Auch die Reihe habe ich komplett gelesen. Ein bisschen was habe ich auch gelesen. Wenn ich meinen Sub mal so angucke, denke ich mir nicht, aber doch. Die Reihe hat mir übrigens auch sehr gut gefallen. Ich fand Adelina hieß sie, glaube ich. Die Hauptprotagonistin war so ein bisschen anders. Sie war halt nicht so sympathisch. Sie war halt irgendwie nicht so nett. Man konnte sie nicht so gut mit ihr identifizieren. Aber es machte sie auch irgendwie interessant. Also das mag ich auch sehr gerne, wenn die Charaktere halt nicht so ganz 0815 sind, sondern auch mal ein bisschen was anderes. Und das macht Marilou eigentlich auch ganz gut. Das ewig immer noch umsortieren. Dann wohl noch ein paar Bücher. Dark Destiny von Jennifer Benkow. Das ist der zweite Band der Dilogie. Der erste Band heißt Dark Canopy. Das ist eine dunklere Dystopie, würde ich mal sagen. Habe ich auch komplett gelesen. Fand ich auch sehr großartig. Jetzt hat ja die Autorin die Reihe mit The One True Queen rausgebracht. Die möchte ich auch unbedingt noch lesen. Aber die Dilogie kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer so auf ein bisschen düstere Dystopien steht. Da geht es also eigentlich darum, dass die Menschheit von einer Art Alien-Rasse versklavt wurde. Und dann gibt es halt Rebellen, die sich dagegen auflehnen. Und ich glaube, die Protagonistin gehörte zu diesen Rebellen. Und welche, die halt sozusagen als Sklaven in den Städten leben. Aber das ist natürlich auch alles nicht so easy, beziehungsweise steckt noch viel mehr hinter. Und das bekommen wir dann mit der Zeit mit. Hatte so ein bisschen so Walking Dead Flair, fand ich. Also halt ohne Zombies, aber halt so ein bisschen düstere Endzeitstimmung. Nur ein Hauch von dir. Ey, das wäre tatsächlich jetzt ein Buch gewesen, das auf meinem Sub war. Allerdings habe ich das im Rahmen eines Trial Chapters aussortiert. Das zähle ich jetzt also nicht mehr dazu. Ich hatte mir damals halt den Klappentext nochmal durchgelesen, Reviews dazu und das erste Kapitel durchgelesen. Und mir war das ein bisschen zu viel Geschmachte. Also, ja, und so ein bisschen zu viel, so ein bisschen zu kindlich vielleicht auch noch geschrieben. Also es ging dann sehr viel um Outfits und wer ist in der Schule mit wem zusammen. Also so richtig, so ein bisschen arg
Jugendbuch. Der Lavendelgarten von Lucinda Riley, den habe ich tatsächlich auch gelesen. Fand ihn aber auch nicht so großartig. Also da hat mir, glaube ich, gestört, dass der gegenwärtige Erzählstrang, die Hauptprotagonistin, echt ein bisschen doof war. Also ich habe eh schon für mich festgestellt, dass Lucinda Riley und ich nicht so gut klarkommen, weil ich halt mag halt mehr, also charaktergetriebene Erzählungen und weniger so Landschafts- und Hausbeschreibungen. Was muss ich sagen da? Oh, 30 Minuten schon um, was haben wir da? Ach Gottchen. Die Prinzessin von New York. Das habe ich schon aus meinem Gedächtnis gestrichen, aber ja, tatsächlich habe ich das auch mal besessen. Fand ich irgendwie ganz furchtbar. Also es ist so eine Art New Adult Erotik-Roman, das halt so in der Mafia-Szene spielt, aber total unrealistische Mafia-Szene und Protagonisten haben sich, glaube ich, auf jeder dritten Seite die Kleider vom Leib gerissen. Also wer auf mehr Action in der Richtung und sehr wenig Story steht, der kann auf jeden Fall einen Blick reinwerfen. Mir war das zu wenig. Also fand ich nicht so doll. Ach, das ist bestimmt wieder eins von den Ken Follett-Büchern. Es ist dick und weiß. Kinder der Freiheit. War der dritte Band. Den habe ich, glaube ich, auf irgendeinem Trödelmarkt damals günstig bekommen. Ich hatte also den ersten und den dritten Band mal besessen. Ich habe die mit drei nicht gelesen und ich habe auch alles wieder aussortiert, was ich davon besaß. Es ist einfach, die Bücher sind einfach extrem dick und es ist halt eine komplette Trilogie. Und irgendwann hatte ich mal die geistige Erleuchtung und habe mir gedacht, dazu greifst du sowieso in 100 Jahren nicht. Und wenn ich dann in 100 Jahren nochmal Lust auf diese Geschichte habe, dann kann ich mir die halt nochmal besorgen. Das waren jetzt alles gebrauchte Bücher, das war jetzt alles kein Vermögen, was ich da ausgegeben habe. Also von daher nicht weiter schlimm und gut für mich. Also bislang habe ich die einzigen ungelesenen Bücher, die jetzt schon aufgetaucht sind, sind schon wieder ausgezogen. Und wir haben 15 Minuten um. Meine Hoffnung steigt. Aber irgendwann müssen noch ein paar mehr Bücher vorkommen, weil wenn ich immer nur ein Sub-Buch aus jedem Monat hätte, dann hätte ich weniger Bücher auf meinen Sub. Auf der Suche nach Glück in New York. Yay, das ist nicht das erste Sub-Buch, was ich auch noch hier habe. Tada, das muss ich auch immer noch lesen. Das ist von Jackie Fellgut. Das ist eine deutsche Self-Publisherin, die ich eigentlich sehr gerne mag. Habe ich auch schon einige Bücher von ihr gelesen. Das habe ich noch auf dem Sub und noch ein weiteres habe ich noch auf dem Sub. Die sind aber sehr dünn und das sind halt immer so knuffige Liebesgeschichten, in denen es auch nicht irgendwie um Erotik oder so geht, sondern einfach nur zuckersüße Geschichten fürs Herz und das mag ich halt ab und zu sehr gerne. So, also das ist auf jeden Fall gut. Also was auch immer jetzt noch kommen mag, ich hätte auf jeden Fall ein sehr kurzes Buch, was ich lesen könnte. Nachdem ich ja letzten Monat die Mutter der Königin hatte und auch Mutters. Wobei im Nachhinein war das auf jeden Fall sehr gut, weil dadurch habe ich es halt gelesen. Spoiler, Spoiler. Und sonst wird es halt immer auf meinen Sub liegen. Rebecca Gleppi, die Hüter der Rose, ist, glaube ich, der zweite Band. Ja, da hatte ich mir auch mal einen Schwung von gekauft. Tatsächlich habe ich die ersten beiden Bücher der Reihe gehört als Hörbücher. Also die gibt es sehr, sehr gut vertont, also eigentlich schon als Hörspiele so richtig, bei Audible. Allerdings sind die dann in vier Teile gesplittet, also muss dann vier Hörbücher für ein Buch kaufen. Allerdings sind die Bücher auch extrem dick. Also das erste, das Lächeln der Fortuna, hat, glaube ich, über 1000 Seiten und ich denke das auch. Ja, also auf jeden Fall, die beiden Bücher haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe dann halt irgendwann mal Pause gemacht. Also man kann die relativ unabhängig voneinander lesen, weil einfach jeder Band umspannt eigentlich sozusagen ein Leben
von einer Hauptprotagonistin und der zweite Band war zum Beispiel dann das Leben des Sohnes des Hauptprotagonisten im ersten Band. Und ja, also es ist spannend, andere Zeiten und andere Protagonisten, deswegen habe ich da jetzt nicht so Sorge, dass ich da nicht mehr reinkomme. Aber tatsächlich müsste ich mir jetzt vier Hörbücher für den dritten Teil holen. Und ich glaube, damals war auch nur der dritte noch erschienen und der vierte war auch noch nicht da. Aber ich fand das sehr, sehr gut, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Übrigens fand ich die Reihe auch besser als die Philippa Gregory-Reihe. Ich meine, ihr müsst euch das sowieso noch im Lesemonat angucken, wie ich den Band so fand. Aber wenn es um historische Romane geht, muss ich sagen, gehöre ich eher Team Rebecca Gablé. Also die spielen halt so ungefähr zu ähnlichen Zeiten, deswegen vergleiche ich die jetzt einfach mal. Es geht halt immer um die Tudors und die Lancasters in England und ja, deren Geschichte. So. State of Sorrow von Melinda Salisbury. Wie gut, dass ich das schon gelesen habe. ja, habe ich tatsächlich gelesen. Hat mir nicht ganz so gut gefallen. Deswegen durfte es auch schon wieder gehen. Also das Cover ist wunderschön. Ich glaube, das gibt es tatsächlich auch noch nicht auf Deutsch oder wird es vielleicht auch nie geben. Ich habe keine Ahnung. Von ihr gibt es halt eine andere Reihe auf Deutsch und zwar Tödliche Berührung oder Goodness of Poison. Allerdings sind auch davon der Trilogie nur zwei Bände auf Deutsch erschienen. Auch die habe ich einfach also habe ich halt dann irgendwann abgebrochen. Also ich hatte den ersten Band gelesen und fand es eigentlich auch ganz gut und hatte dann immer struggle, ob ich jetzt auf Deutsch weitermache oder auf Englisch weitermache. Und habe es dann sein lassen. Und den Band habe ich halt auch gelesen, fand den auch nicht so toll. Also die Ideen finde ich eigentlich gar nicht schlecht, aber ich kam irgendwie nicht so mit dem Schreibstil gut klar. Ich weiß nicht, woran es lag genau. Irgendwie hat mich das nicht so mitgerissen. Ich musste mich da echt so ein bisschen durchquälen. Ja, deswegen habe ich für mich entschieden, Melinda Salisbury und ich komme irgendwie nicht so gut miteinander klar. Rebel Spring. Yay, eine weitere Reihe, die schon wieder ausziehen wird. Auch die Cover war wunderschön. Also das ist so eine Jugendbuch-Fantasy-Reihe. Ja, die glaube ich auch vier Bände und noch eine Prequel-Reihe umfasst. Da habe ich den ersten Band gelesen, fand den eigentlich nur grottig. Das ist glaube ich der zweite Band. Der durfte dann auch ungelesen ausziehen. Mir war das zu wenig Substanz. Also die Welt war sehr, sehr, sehr oberflächlich. Also es war irgendeine ominöse mittelalterliche Fantasy-Welt, wo es eigentlich mehr als irgendwie drei Königreiche und drei Hauptstädte halt sozusagen gab es halt gar nichts. Es gab viele verschiedene Charaktere, aus deren Sicht man halt gelesen hat. Aber es war halt irgendwie nicht detailliert genug für mich. Wenn euch das nichts ausmacht und ihr keinen Wert auf ein Worldbuilding legt, könnt ihr natürlich einen Blick reinwerfen. Also wie gesagt, den ersten Band gibt es auf jeden Fall auch auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob die ganze Reihe übersetzt wird. The Queen's Rising. Ein weiterer Band, den ich tatsächlich gelesen habe. Wow. Ja, wobei das tatsächlich auch eine Dilogie ist und ich habe den zweiten Band bislang nicht besessen, auch nicht gelesen. Aber der erste Band an sich ist in sich abgeschlossen. Man kann das auch gut als Einzelband lesen. Das fand ich ganz knuffig. Also es ist halt auch nicht so das epische Worldbuilding, aber ich finde, hier hat sich die Autorin ein bisschen mehr Gedanken gemacht über ihre Welt. Es gibt halt so ein Magiesystem und ja, das fand ich ganz spannend. Und die Aufmachung ist natürlich wunderschön. Es war also tatsächlich auch mehr so ein Coverkauf. Aber ich fand es halt auch nicht so schlecht. Also wenn ihr die Wahl habt zwischen denen und den anderen,
kaufe ich lieber das. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Ach doch, das gab es, glaube ich, hier die Gabe irgendwas. Doch, doch, die gibt es komplett auf Deutsch. Irgendwas, die Gabe, bla bla. Ich weiß mehr, wie es heißt. Da habe ich die diese Rough Cut Edges. Das Buch, das ist im Englischen ein bisschen mehr verbreitet. Das ist halt einfach nicht komplett gerade abgeschnitten, sondern einfach so ein bisschen überstehend. Hat, fühlt sich halt sehr interessant an. Hat so ein bisschen was von selbstgebundenen Büchern und so. Finde ich sehr schön. Ja, also die Aufmalen. Das Buch habe ich auch immer noch hier. Ja, weil ich es halt auch sehr, sehr gerne mag. Wir sind bald am Ende. Noch 1 Minute, 20 Sekunden. Sieht momentan sehr gut aus für mich. Ja, das sieht so aus, als wäre tatsächlich das letzte Buch gewesen, weil jetzt fange ich an, die ganzen Dinger zu zählen. Ja, also die zwei ungelesenen Bücher, die noch vorkamen, sind ja mittlerweile ausgezogen schon. Und das einzige Buch, was ich jetzt noch hier habe, ist Auf der Suche nach Glück in New York. Ja, meine Wahlmöglichkeiten sind jetzt beschränkt. Also wenn ich das Buch lesen, finde ich jetzt aber auch nicht weiter schlimm. Wäre wahrscheinlich eh meine Wahl gewesen. Ja, es hat knapp 300 Seiten. Ja, ein knuffiger Liebesroman zwischendurch. Ist, finde ich, sowieso nicht schlecht. Ich habe momentan einen sehr fantasy-lastigen Sub, weil ich auch im Mai gerne verschiedene Reihen fortsetzen möchte. Und die meisten Reihen sind halt irgendwie Fantasy-Reihen. Und da macht sie das zwischendurch gar nicht schlecht, würde ich sagen. Also das ist mein Buch für den Mai. Bin ich ja gut weggekommen, trotz dieser Länge von diesem Video und diesen 1000 Büchern, die er vorgab. Also momentan läuft's. Ja, also, oh Gott, ich habe gerade schon die Vorschau fürs nächste Video gesehen. Ja, da kommt wohl wieder ein Bibliotheks-Haul vor. Aber ist auch egal. da kann ich mich dann für nächsten Monat drauf freuen. Wie gesagt, also der Monat lief sehr gut, also für den Mai habe ich dieses ein Buch. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht auch schon gelesen habt. Was eure Neuzugänge aus dem Jahr 2018 machen, habt ihr da auch noch so viel auf den Sub? Und ansonsten sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.